Trinken! Ich hab nichts! Also ich müsste jetzt halt Pause machen, aber vielleicht stirbt ja dann der Sohn. Das geht auch nicht. Danke, Ron. Deine Haare. Hey. Schiss voll. Aus dem Weg, ich muss den Prinzen retten. Miep, miep. Brauch eine Hupe an meinem Wolf. Miep, miep. Töchchen, weg da! Ich muss die Brüder finden. Vielleicht haben sie Chiolbert gesehen. Hast du Chiolbert gesehen? Nein, aber Leo fährt hier über den Ausflug. Er hatte jemandem hinterher. Das muss Chiolbert gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch. Wir machen dich einfach nur. Miep, miep. Miep, miep. Krieg die. Chiolbert. Heck, Schnauze. Ich spieß dich auf. Musst du nicht. Was siehst du, alte Freundin? Die sieht halt nichts. Okay. Er ist in Gefahr. Oh. Gebe nicht nach, Leofried. Niemals. Mach. Gib bitte. Du willst das nicht wirklich tun. Leofried, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Und ich hab dir noch Danke gesagt. Und ich wusste nicht, mehr zu gewinnen. Wir haben auch mit ihm gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Du holst mir was zu trinken? Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofried.
Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Erfolgreich. Du wirst langsam. Ja, du hast gut gemacht dran. Du bist ein willensstarker Tan. Burkhard hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Mit Pfeile mehr. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heide. Tu ich doch. Hä, hey, weich doch aus. Was war ich jetzt nicht in Stärke? Ich werde siegen. Tust du nicht? Warum leuchtet dein Schwert? Das ist so ein Kackschwert. Aua. Was sagst du? Nein, ich habe kein Glas. Wie fühlt sich das an? Was drücke ich eigentlich ausweichen? Oh, Schnauze jetzt. Mann. Komm, bring es zu Ende. Bläst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burkhard bis zum Tod zu dienen. Was du gut gemacht hast, mir nichts zu trinken zu holen. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burkhard hat ihn verlassen und verraten. An Leofrids Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Tja, Leute, Wahrheit oder Ruhm? Verschonen oder töten? Rum, rum ist immer gut. Geht auch rum. Ihr seid doof. Nein, es geht nur rum. Club ist für töten. War ja klar. Der König hat gesprochen. Hat er nicht? Ich wäre für verschonen vielleicht. Kämpft er ja dann für uns. Wäre doch toll. Und dann hat er halt schriftlich sein Urteil verkündet. Aber hier herrscht Demokratie. Eins. Haha! Da sind wir ja schon mal zu zweit. So, das hast du von deiner Demokratie.
Gran ist am Tippen. Hört man vielleicht. Demokratie kenne ich. Das ist, wenn alle dasselbe stimmen oder man diejenigen killt, die nicht der eigenen Meinung sind. Gran ist, glaube ich, immer noch für Rum. Es gibt kein Rum. Ruhm oder Wahrheit? Eins oder zwei? Er tippt. Heute meinen guten Tag, also ab der Kopf. Ich hab rumgenommen. Wäre lustig zu wissen, was passiert, wenn du ihn killst. Okay. Hast du ihn nicht gekillt? Aber denk dran, was in der Audiodatei mit Desmond gesagt wurde. In einer Demokratie kann demokratisch ein Diktator gewählt werden. Ja! Nö, ich hab ihn leben lassen. Also hast du Wahrheit gewählt, du Rumnu. Kann auch sein. Bei mir lebt er noch, weil irgendjemand meinte, nee, ist genug Blut vergossen worden. Lol. Ernsthaft? Was hast du dann gewählt? Verschonen oder töten? Wenn dann irgendjemand gemeint hat, ist genug Blut vergossen worden, dann jetzt ja töten müssen. Ja, ich darf doch wohl in meinem eigenen Stream noch reden. Ganz genau, okay. Dann machen die Aussagen keinen Sinn, aber okay. Du hast gut gekämpft, Leofrid. Ehrenhaft. So wirst du deinem Gott gegenübertreten. Ich bin bereit. Wir haben im Norden ein Wort für Männer und Frauen, die Mut haben wie du. Drenger. Du sollst diesen Namen tragen. Das hatte er nicht verdient. Er hat es gewollt. Komm, wir sollten zurückgehen. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Wieso das? Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Chilbert. Mensch, welche Wunden? Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Thor verleiht mir Kraft. Als du... wegen Leofrid. Warum hast du ihn am Ende getötet? Leofrid war ein Kämpfer. Er kannte den Preis des Krieges. Er starb, weil er für das kämpfte, woran er glaubte. Dem wohnt etwas Ehre inne. Ich glaube, ich verstehe. Der König, hast du viel Einfluss auf diesen Stream? Nö.
Man meinte ja, dass irgendjemand meinte, es ist genug Blut vergossen. Da würde ich eher denken, dass man ihn töten wollte und dann kommt jemand und sagt, nee. Und nicht, dass man selber sagt, ja, es ist genug Blut vergossen worden. Verschon dich mal. Und dann kommt irgendjemand, nee, verschon mal den mal. Das ist irgendwie... Das ist sehr kontraproduktiv geschrieben. Wo muss ich überhaupt hin? Achso, das Untertauchen, das ist ja doof. Muss ich nicht. Könntest du selbst ein Anführer sein? Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn. Geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank. Ihr alle. Und meinen Segen. Du brauchst uns nicht zu tragen. Trag einfach deinen Teil bei. Was geschieht jetzt? So nü? Was geschieht jetzt? Die Kunde von Burkretts Absetzung wird schnell die Runde machen. Die anderen Königreiche Englerlands werden von Mercias neuem König erfahren. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burkhards Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforge, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd. Danke. Ich würde mich besser fühlen, wenn Cheolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Ätheling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Aha. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Ober. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Toll, das hat er gerade aufgehoben, oder? Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Cheolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Punkte. Scheint der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Die Eifacher werden dich nun jagen und beim Blickkontakt angreifen. Toll. Toll. Was ist das? Handwechsel. Das ist immer noch langweilig. Was ist das? Perfekter Angriff. Drücke links
Erneut, während du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten. Okay. Leichte Bogenkombo. Ach ja, meins. Leben! Okay. Hä? Ich kann nicht reinzoomen. Jetzt. Während. Optibogen-Kombo. Ja. Sachs. Verbessert die Beherrschung von Sachsen. Was? Immer diese Sachsen. Mann. Abdurtschaden! Was ist das? Konterrolle. Weiche in Richtung eines gegnerischen ruhenden Angriffs aus, kurz bevor er dich trifft, um hinter ihn zu gelangen. What? Oh, shit. So, Level 73. Das ist aber ein weiter Weg. Ah ne, ich muss hier runter. Abkürzung. Ja, Sterne. Wie ist denn hier der Ausgang? Hallo? Ausgang gefunden. Zeig mir, was vor uns liegt. Könnte eine Jagdhütte bauen. Da. Los, Sühnen. Was ist das weit weg? Getreidehof? Kann ich denn ihr Haus überhaupt bauen? Habe ich dafür genug Zeit? Flieg schneller! Ja, habe ich. Gut. Dann mache ich das erstmal. Halt! Frag mich, wie gelbe Himbeeren schmecken. Ich kenne nur normalfarbene Himbeeren. Schmecken gelbe Himbeeren anders? Weniger süß? Mehr süß? Mehr nach Orange? So, Madame Schill, hier hast du deine Hütte. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen.
Mit Tränken habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber da hinten war ich schon. Balka, bleib doch stehen. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Cool. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Na, das kennen wir doch schon. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Ja. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Die da reingespuckt? Natürlich wird das fürchterlich schmecken, wenn die da reinspuckt. Sieht aber auch schon geil aus. Geht hin.